Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raid und befinde mich hier in Call of Duty Modern Warfare 2 und zwar im neuesten Ableger feiert heute seinen Release Day und hier kann man natürlich sich jetzt sofort ins Gefecht stürzen. Bevor wir das aber erledigen, möchte ich mit euch noch ein paar Settings durchgehen. Ich werde dafür ein paar Videos machen, beziehungsweise drei Stück. Ich habe schon eins gemacht, das ging sehr, sehr lange. Da wollte ich euch jetzt auch nicht unbedingt antun. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal auf drei reduziert, beziehungsweise ich stelle es einfach mal einzeln vor, damit ihr selber sehen könnt, beziehungsweise entscheiden könnt, was wollt ihr denn haben, beziehungsweise natürlich sehen, was interessiert mich denn gerade. Und wir kommen jetzt einfach mal zu diesem Controller-Setting. Das wäre jetzt so das Wichtigste, denn wir spielen ja zum größten Teil auf der Xbox und ja, da werden wir auch einen Xbox-Controller in der Hand haben. Wahrscheinlich werden die ein oder anderen noch auf Maustastatur ausweichen. Aber hier geht es in erster Linie darum, unseren Xbox-Controller so zu optimieren, dass es für uns passt. Und da zählt natürlich auch die Tastenbelegung. Das ist sehr, sehr interessant. Hier kann man natürlich auch die eigene auswählen. Also hier kann man komplett selbst entscheiden, wo was sein soll. Also das wäre natürlich Option Nummer 1, wo ihr selbst sagen könnt, okay, ich möchte das so haben, so wie ich es möchte, deswegen lege ich mir jetzt alles so zurecht, damit ich im Spiel klarkomme. Standard ist natürlich die Standardeinstellung, hier bleibt alles beim Alten, hier könnt ihr auch alles durchlesen, wo was genau ist. Ich möchte euch aber noch ein paar verschiedene Voreinstellungen ans Herz legen, und zwar zum Beispiel Taktik. Taktik finde ich sehr, sehr gut. Zum Beispiel hier ist dieses Ducken, Rutschen und Tauchen auf den rechten Analogstick, also da, wo ihr auch Aim tut. Mit etwas Übung könnt ihr zum Beispiel gleichzeitig schießen und eure Haltung ändern. Das ist sehr, sehr gut, denn ihr schießt und ihr rutscht dann quasi so runter und ihr könnt dann den Aim nach oben halten und weiter schießen. Euer Gegner hat dann natürlich schwer, euch abzuschießen, da er nach unten zielen muss. So passt das eigentlich ganz gut. Taktik finde ich sehr, sehr gut. Ich werde das auch spielen und da muss man natürlich entscheiden, ob das nun was für euch ist oder nicht. Es gibt noch eine weitere Sache, die relativ gut ist. Zum Beispiel hier Tastenspringer taktisch. Hier verändert man das Kletterhalten. Statt A springen ist hier auf LB. Also die beiden Sachen sind relativ cool. Also taktisch oder Tastenspringer taktisch. Das geht natürlich auch. Alle anderen, die sind relativ schwer, wie zum Beispiel hier Charlie Linkshändler. Also für alle Linkshändler ist es wahrscheinlich relativ geil, weil hier Waffe abfeuern auf LT ist. So, ich werde jetzt auch mal meine Taktik lassen. Und damit haben wir hier diese Tastenbelegung schon mal eingestellt. Vertausch RB, LT und RB, RT. Das Ganze habe ich ausgeschaltet. Das ist die Standardeinstellung. Wenn ihr das einschaltet, dann schießt ihr nicht mehr mit RT, sondern mit RB. Also ich für meinen Teil lasse es natürlich aus. So, hier Stickbelegung, Voreinstellung, Standard würde ich auch erstmal so lassen. Controller-Vibration ist natürlich eure Entscheidung. Möchtet ihr Treffer-Feedback haben, beziehungsweise wollt ihr ja so ein kleines Feedback haben, um zu wissen, was um euch herum geschieht, passiert, beziehungsweise dann lasst es an. Wenn ihr sagt, nee, Vibration geht gar nicht, dann macht es natürlich auch aus. So, horizontale Stickempfindlichkeit und vertikale Stickempfindlichkeit sind beide auf 4 gestellt. Ich habe meine vertikale Stickempfindlichkeit auf die 5 gestellt, um einfach in der vertikalen sich schneller dabei zu sein, beziehungsweise schneller aimen zu können. Ne? So, weiter geht's. Zielempfindlichkeit, Multiplikator, das ist natürlich jetzt auch ganz, ganz wichtig. Sobald ihr die Zielvorrichtung drückt, beziehungsweise in diesen Zoom geht mit LT, je nachdem, wo ihr euer Zoom hingelegt habt, dann verändert sich diese Empfindlichkeiten nochmal. Das heißt also, das wird quasi hier außer Kraft gesetzt und hier unten könnt ihr dann einstellen, wie gut ihr dann in dieser Zielvorrichtung spielen werdet. Ich habe meins auf 1,5 gelegt, Standard war 1,0. Ich habe das hier auf 1,5 gelegt. Das finde ich so schon ganz gut. Hier gibt es noch eine Empfindlichkeit-Multiplikator. Hier kann man noch einiges anzeigen lassen. Das Ganze würde ich so lassen, weil hier sind Sachen wie zum Beispiel Fluggerät oder Bodenfahrzeuge
oder in der externen Ansicht. Das Ganze würde ich erstmal so lassen, wie es ist. Vertikale Zeitachse auch würde ich erstmal so lassen, wie es komplett ist. Lassen. So, Zielverhalten. Wie wollt ihr es machen? Standard natürlich halten. Wie in den meisten Ego-Shootern auch, wenn ihr die Taste gedrückt haltet, also beziehungsweise die Zielvorrichtung gedrückt haltet, dann bleibt ihr so lange in dem Zoom, wie ihr diese Taste auch gedrückt haltet. Habt ihr aber umschalten, reicht einmal der Druck auf die LT und ihr seid im Zoom, drückt es nochmal, seid ihr raus aus dem Zoom. Das ist halt dieses Umschalten. Ich für meinen Teil bevorzuge halten. Das werde ich auch so beibehalten. Danach gibt es dann noch automatischer Sprint. Bei dem automatischen Sprint Standard ist es natürlich aus. Es gibt aber noch weitere Varianten, und zwar automatischer Sprint. Sobald ihr euch bewegt, sprintet ihr. Kann gut sein, ist aber nicht gut. Deswegen würde ich euch das nicht empfehlen. Automatischer taktisch springen würde ich auch nicht empfehlen. Lasst das ruhig auf aus. Ausrüstungsverhalten halten. Genau, das würde ich auch so machen, wie es hier ist. Ich würde nicht auf Umschalten drücken. Waffenstütze, Aktivierung aus. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wie wollt ihr es machen? Und zwar, wenn ihr an einer Kante seid, wo die Waffenstütze möglich ist, zum Beispiel hinter einer Kiste zum Beispiel, dann kann man auch aufstützen und dieses ist dann so eine andere Art von Zoom. Und jetzt kann man hier auswählen, wie wollt ihr das aktivieren. Standard ist SV plus Nahkampf. Das heißt also, ihr müsst zwei Tasten drücken, um in diesen Tiefe-Richtung reinzukommen. Also einmal LT halten und den Nahkampf drücken. Erst dann seid ihr in dieser Waffenstütze drin. Was auch gut ist, ist dieses SV doppelt drücken. Das heißt, ihr müsst zweimal die Taste drücken und ihr seid in dieser Waffenstütze drin. Also einmal drücken, dann nochmal drücken und dann halten und dann seid ihr dabei, beziehungsweise drin. Nur Zielvorrichtung würde ich definitiv nicht empfehlen. Das ist absoluter Quatsch, weil angenommen, ihr seid hinter einer Ecke, hinter einer Kiste und ihr wollt einfach nur zielen und auf einmal seid ihr dann in dieser Waffenstütze, obwohl ihr das gar nicht wollt. Das irritiert euch im Spiel selbst und das wird sehr frustrierend sein. Mein Tipp: Macht SV doppelt drücken oder lasst den Nahkampf. Eins von beiden würde ich auf jeden Fall auswählen. So, weiter geht's. Interagieren, nachladen, verhalten. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich habe hier priorisieren, nachladen. Ich werde es auch gleich mal erklären. Und zwar, es gibt immer wieder Punkte im Spiel, wie zum Beispiel vor euch liegt eine Waffe oder ihr habt eine Tür, die muss aufgemacht werden. Dann standardmäßig tippen zum Nachladen. Das heißt also, ihr werdet einmal tippen zum Interagieren. Und das ist natürlich schlecht. Interagieren ist natürlich besser. Hier priorisiert ihr das Nachladen. Das ist sehr gut. Würde ich auch nicht empfehlen, priorisiere Interagieren, denn hier müsst ihr doppelt drücken, um nachzuladen. Ich für meinen Teil würde euch jeden ans Herz legen, priorisiert nachladen. Das ist das Beste, was ihr nehmen könnt. Zum Beispiel vor euch liegt eine Waffe, ihr wollt einfach nur nachladen und dann drückt ihr und ihr habt eine andere Waffe in der Hand und ihr kommt im Gefecht auf einmal mit der Waffe nicht klar, ihr müsst schießen, sonstiges ist natürlich blöd. Deswegen priorisieren, nachladen. Panzerplattenverhalten kennt man aus Warzone. Solange ich eine Taste gedrückt halte, umso mehr werde ich auf mich nehmen. Wenn ich das umschalte auf alle anwenden, heißt also, ich muss die Taste nur einmal drücken und ich wende so viele an, wie nur möglich ist. Das Ganze könnte dann wahrscheinlich auch nicht abbrechen, deswegen eine anwenden, völlig in Ordnung. Weiter geht's mit erweitert Zielhilfe. Und hier bei diesen erweiterten Sachen gibt es noch 3-4 Punkte, die ich mit euch unbedingt durchgeben möchte. Und zwar Zielhilfe solltet ihr auf jeden Fall anhaben, denn die Kamera wird langsamer, wenn der Fadenkreuz auf einen Feind zugeht. Solltet ihr anlassen. Zielhilfetyp. Jetzt wird es richtig interessant. Es gibt 4 Sachen. Standard ist normalerweise aktiviert. Da steht, traditionelles Zielen wird wie im Modern Warfare Titeln üblich in der Nähe von Feinden langsamer. Dann gibt es noch Präzision. Starkes verlangsamtes Ziel nur dann, wenn die Nähe von Feinden gezielt wird. Konzentriert. Starkes Verlangsamen auch dann, wenn ein Ziel knapp verfehlt wird. Eigentlich am besten für Spieler, für die analoge Zielen neu ist. Also das sagt ja schon der Name, analoge Zielen neu ist. Also für alle Frischlinge, Shooter-Spieler ist das wahrscheinlich das Beste, aber trotzdem würde ich hier auf Standard bleiben. Was aber mit die beste Option ist, und das ist Black Ops. Black Ops, traditionelle Zielen wird wie in Black Ops-Titeln üblich in der Nähe von Feinden langsamer. Auch hier würde ich das
einschalten. Gerade Präzision und konzentriert werden Quickscoper ziemlich ausbremsen. Ich denke mal, viele werden hier auf Black Ops umschalten. So, danach gibt es ja noch einige Punkte, die sind jetzt nicht so interessant, beziehungsweise jetzt nicht, weil man hat jetzt bei den normalen Controller dann schon einiges zu erledigen. Wir werden jetzt hier auch nicht weiter rumspielen. Erst später, wenn ihr mit der ganzen Sache vertraut seid, könnt ihr hier ein bisschen rumexperimentieren. Aber ansonsten würde ich das erstmal alles so lassen, wie es ist. Wie zum Beispiel Taktik, Springverhalten, doppelt drücken. Ja, würde ich auf jeden Fall so lassen. Klettern am Boden werde ich auch anmachen. Das ist wichtig. Was habe ich noch? Tür einrennen sollte man auf jeden Fall auch mit drin lassen. So, einen Punkt habe ich noch, und zwar schnelle C4-Detonation. Die ist standardmäßig aus, die werde ich aber anmachen. Und zwar an, drücke primäre Ausrüstung RB, um C4 zu detonieren, bevor du ein weiteres wirkst. Das heißt also, ich werfe ein C4 und kann es dann zum Detonieren bringen. Wenn ich das aus habe, kann ich das Werfen, also ich kann mehrere Sachen werfen, um es danach zum Detonieren zu bringen. Das ist natürlich schlecht. Ich möchte das anhaben. Solltet ihr natürlich auch machen. So, weitere Sachen gibt es hier nicht. Mit den Controller-Settings sind wir hier durch. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall zu einem weiteren Video dann wieder. Und zwar zu der Grafik und zu Audio. Bis dahin, haut rein und viel Spaß.